Herzlich willkommen bei Harry Potter und der Stein der Weisen. Ja, man sieht schon, ich bin jetzt nicht irgendwie verkleidet und nein, der Hintergrund hat sich auch nicht geändert wie in anderen Videos. Ich bin immer noch Milo. Es dreht sich heute, wie du gerade gesehen hast, um das Intro von Harry Potter, weil ich mir so dachte, es gibt ja bestimmt jemanden da draußen, der gerne mal eine ähnliche Art von Videos machen möchte und ein ähnliches Intro dann in seinem Video haben will. Und genau dafür ist dieses Video da. Ich zeige dir, wie du ganz, ganz schnell ein Harry Potter Intro nachahmen kannst, um das dann in deinen Videos zu verwenden. Und damit unser Intro sich dem Intro von Harry Potter nähern kann, brauchen wir erstmal Wolken. Und es gibt eine Vielzahl von Internetseiten, die du besuchen kannst, um kostenlose Videos zu bekommen. Ich entscheide mich jetzt für pexels.com, denn hier kannst du nicht nur Bilder, sondern auch Videos kostenlos herunterladen und diese für deine Videos verwenden. Bedeutet also, wir gehen auf pexels.com, klicken oben links auf Videos und suchen dann beispielsweise nach Wolken. Und hier bekommst du eine Vielzahl an Videos, die du nutzen kannst. Ich entscheide mich jetzt mal für diese dunkle Version, wie du sie am Anfang auch gesehen hast. Denn das kommt für mich sehr, sehr nah an das Original heran. Bedeutet also raufklicken und downloaden. Jetzt brauchen wir natürlich die Schriftart. Wenn du diese Schriftart noch nicht auf deinem Rechner hast, dann gibst du jetzt in die Suchleiste deines Browsers Harry P. Font ein. Und dort sollte als allererstes dafont.com erscheinen. Eine Webseite, bei der es nicht nur diese Schriftart gibt, sondern tausend andere Schriftarten, die du unter anderem kostenlos verwenden kannst oder aber, also kostenlos in Bezug auf kostenlos für deinen privaten Gebrauch oder aber kostenlos auch für den kommerziellen Gebrauch. Das wird immer dann auf der rechten Seite angezeigt und hier bei Harry Potter Font siehst du rechts 100% free. Also 100% frei. Für jedes Projekt kannst du diese Schriftart nutzen und es kommt im Nachhinein niemand zu dir und sagt so, du hast jetzt aber diese Schriftart benutzt. Das geht so nicht. Das fällt hier auf jeden Fall raus. Und nachdem du die Schriftart dann gedownloadet hast, installierst du die, wie jede andere Schriftart auch. Und danach rufen wir Filmora auf. Ich habe selbstverständlich schon das Video importiert, ziehe das jetzt runter in die Zeitleiste und sage hier Full HD 30 Frames. Ganz, ganz einfach, so wie bei jedem anderen Video auch. Dann gehen wir auf Titel. Bleiben unter Standard, gehen dann auf normalen Text und nehmen uns hier Basic 6 raus. Darauf machen wir jetzt einen Doppelklick, können den Text bearbeiten und tippen dann Harry Potter ein. Also Harry Potter und der Stein der Weisen. Jetzt haben wir schon mal den Text, aber noch nicht die Schriftart. Ich markiere gerne Texte, deswegen siehst du jetzt hier gerade, dass ich den Text markiere. Das musst du nicht machen, das ist bei mir schon immer so drin gewesen. Du kannst sofort auf Schriftart gehen, also hier anklicken und nach Harry P. Font suchen. Klickst die an und du bekommst mit, der Text ändert sich in diese wunderbare Harry Potter Schrift. Aber wir wollen die Schriftart ja auch noch in der Größe anpassen. Zuallererst machen wir mal den Untertitel, den verkleinern wir und setzen den dann nach rechts. Und danach vergrößern wir den Haupttitel Harry Potter ein wenig und schon sieht das Ganze sehr, sehr gut aus. Und das könnte es jetzt schon gewesen sein. Also nur noch die Schriftfarbe anpassen, fertig, rausrendern. Das ist das Intro, welches wir benutzen. Nein, es folgen noch ein, zwei Schritte, um das Ganze noch mehr an das Original heranzuholen. Ganz, ganz links siehst du ja Vorlagen. Wir gehen ganz nach unten und suchen uns dann die Vorlage 23. Da machen wir einen Klick drauf. Dann verändert sich schon mal die Schriftart ein wenig. Danach ändern wir die Farbe auf gelb. Es soll ja wie im Original gelb sein. Und nachdem wir das gemacht haben, klicken wir auf Erweitert und sehen hier Effekte. Bei diesen Effekten suchen wir uns rechts unten den Effekt heraus, damit sich das Ganze nochmal vom Hintergrund abhebt bzw. mehr in den Hintergrund hineingeht. Klicken dann auf OK und du siehst, die Schrift geht ein wenig in den Hintergrund hinein. Also auf allen Buchstaben könnte man sagen, fällt ein Schatten, der nach innen geht, sodass sich das Wort mehr nach hinten bewegt. Also ein kleiner 3D-Effekt könnte man sagen. Der kommt aber so richtig zum Einsatz, nachdem wir jetzt folgenden Schritt machen. Und zwar kopieren wir uns unseren Text nochmal, ziehen den dann über den vorhandenen Text, gehen auf Erweitert, entfernen den Effekt, den wir gerade hier raufgelegt haben wieder und passen dann die Entfernung an. Da kannst du dir natürlich eine Zahl aussuchen. Das liegt ganz bei dir, wie weit du die Entfernung haben willst. Ich entscheide mich jetzt mal hier für 4 und klicke dann auf OK. Das Ganze sieht jetzt schon mal sehr, sehr gut aus und kommt sehr, sehr stark ans Original heran. Was jetzt aber noch fehlt, ist selbstverständlich, dass der Text von ganz, ganz klein, ganz, ganz groß wird und langsam auf dich zukommt.
Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Dafür schalten wir mal unsere erste Videospur aus, also die Wolken schalten wir aus. Du siehst, Harry Potter und der Stein der Weisen stehen jetzt auf einem schwarzen Hintergrund. Deshalb machen wir ganz, ganz einfach ein Foto, ein Screenshot hier auf dem Fotoapparat. Jetzt können wir die beiden Textflächen, die wir in unserer Zeitleiste haben, löschen, denn die brauchen wir nicht mehr. Wir gehen dann auf meine Medien und ziehen uns unseren Screenshot herunter und passen den über das ganze Wolkenvideo an. Jetzt machen wir einen Doppelklick drauf. Gehen dann auf Animation und auf Anpassen und setzen jetzt nämlich Keyframes. Zuallererst ganz hinten, denn die Größe der Schrift soll ja die sein, die wir jetzt auch gerade sehen. Die Skalierung soll hier bei 100% sein. Also fügen wir ein Keyframe hinzu. Und vorne brauchen wir jetzt kein Keyframe hinzufügen. Das macht jetzt Filmora automatisch, wenn wir nämlich die Skalierung komplett nach unten ziehen. Und schon siehst du, der Text kommt einfach wunderbar hervor. Es könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen abgehakt wirken, deshalb werden wir vorne und hinten noch einen Übergang raufhauen. Dafür gehen wir auf Übergänge, nehmen die Inklusivübergänge und hier hast du die freie Auswahl. Ich entscheide mich jetzt mal für diesen Übergang. Den packe ich vorne und hinten ran und schon wird das Ganze auf jeden Fall anders aussehen, sobald wir das erneut abspielen. Aber auch das ist noch nicht alles, denn wir wollen natürlich, dass das Ganze auch ein bisschen cinematisch wirkt. Heißt in diesem Fall, wir werden hier noch die schwarzen Balken unten und oben rüberziehen. Also dieses 21:9 Format, was du aus dem Kino auch kennst, beziehungsweise vielleicht von einigen Filmen, von YouTube oder auch aus dem Fernsehen oder von Netflix. Oder an welcher Stelle du auch immer gerne Filme guckst, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und diese finden wir nämlich unter Effekte, Rahmen und dann siehst du hier 21:9, also Kino 21:9, das ziehen wir per Drag and Drop runter, passen das aufs ganze Video an. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist natürlich Musik. Die Musik kannst du entweder direkt aus Filmora nehmen, falls dir ein Musikstück gefällt. Wenn dir da aber jetzt kein Musikstück zusagt, also zumindest von den Musikstücken, die Filmora schon inklusive hat, dann gehst du entweder auf Filmstock von Filmora und suchst dir dort Musik heraus, die entweder kostenlos oder bezahlbar ist, ja, so kann man es ausdrücken. Oder aber du hast eine eigene Library bzw. nutzt die YouTube Musik Library oder von Epidemic Sound oder von Artlist oder. Dort suchst du dir dann deinen passenden Track heraus, lädst ihn runter, packst ihn dann mit in dein Video, gehst zum Ende deines Videos, also quasi in der Zeitleiste zum Ende, wenn alles vorbei ist, klickst auf den Musiktrack, drückst Steuerung bzw. Command B, damit du das schneiden kannst, haust den Rest vom Musiktrack weg. Und fertig ist der Lachs. Jetzt nur noch exportieren in deiner gewünschten Videogröße, in deinem gewünschten Videoformat. Und du hast ein Intro à la Harry Potter und der Stein der Weisen. Ja, so einfach geht das, ein Harry Potter Intro zu erstellen. Und das ziemlich simpel, ziemlich einfach, komplett kostenlos, könnte man sagen, mit Filmora. Was Besseres kann dir also nicht passieren. Sollte dir dieses Video gefallen haben, dann würde ich mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst und selbstverständlich diesen Kanal hier abonnierst, damit du auch gar kein Video mehr verpasst, wenn es sich um Filmora dreht. Denn das findest du gebündelt hier auf diesem Kanal mit ganz, ganz vielen tollen anderen YouTubern, Fotografen, Videografen, die mit Filmora arbeiten. Ansonsten kann ich dir vorher nur noch sagen, beziehungsweise wünschen, einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns für nächstes Video. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.